Die 17, Blitz! Arschloch! Die 19, David! Arschloch! Die 20, Marco! So, damit hallo erstmal zu einem neuen Video. Und zwar, heute geht's nach Berlin. Und warum es nach Berlin geht, habt ihr alle im Titel gelesen, deswegen habt ihr alle auf das Video geklickt. Deswegen brauche ich das jetzt gar nicht mehr sagen. Wir fahren in circa 10, 15 Minuten zur S-Bahn, mit der S-Bahn zum ICE und dann mit dem ICE 4,5 Stunden nach Berlin. Dann sind wir da circa, I don't know, ich weiß nicht, wann der Zug ungefähr fährt, aber irgendwas kurz vor 10, dann sind wir ungefähr... Ja, eben sowas mit 2 bis 3 bei der Deutschen Bahn Verspätung, you know. Könnte es dann auch noch passieren, dass wir ein bisschen später dann erst da sind. Und dann werden wir erstmal in unser Hotel. Und dann denke ich mal, werden wir uns direkt zum Stadion aufmachen, denn um 17 Uhr ist schon Einlass. Und wir wollen uns davor natürlich schon dieses ganze olympische Ding da anschauen. Ich war noch nie in Berlin. Ich war noch nie im Olympiastadion, ist ja klar, wenn ich noch nicht in Berlin war. Ja, ich bin auf jeden Fall gehypt. Damit kommt mein Vater und ein Kumpel von mir. Den werdet ihr, denke ich, nochmal später sehen. Wir müssen jetzt halt schauen, dass wir jetzt alles rechtzeitig schaffen, dass die S-Bahn nicht Verspätung hat, weil sonst könnten wir die ICE nicht mehr bekommen. Das ist gerade alles kritisch und meine Stimme ist am Arsch, wie ihr vielleicht hört, weil so tief höre ich mich normalerweise nicht an. Aber es ist jetzt alles nebensächlich, ich würde sagen. Wir sehen uns, denke ich mal, gleich wieder, oder?
unsere Nummer 11. Mit der 25, Thomas Bühler. Die 27, Stimmel. Und unsere Nummer 32, Joshua. Der Cheftrainer des FC Bayern München. Jojo, ja, dein Statement zum Halbzeitstand? Sehr verdiente Führung. Ja. Geht auf jeden Fall. Muss für die dummen Zuschauer, ist richtig. Für die dummen Frankfurter, die das Video anklicken, weil Frankfurt im Titel steht, muss man auch sagen, dass es Ironie war. Ja, war es Ironie? Das war definitiv Ironie. Okay. Ja, mal schauen, was die zweite Halbzeit so reißt. 1-0 ist jetzt nicht ganz so geil. Liebe Fußballfreunde, noch einmal die Durchsage. Bitte stellen Sie das Abbrennen und von Megalos und Bauchtöpfen sofort ein. Wir wünschen uns einen fairen und sportlichen Verlauf dieses großen Fußballabends. Sie wissen, welche dramatischen Folgen Bengalos im ausverkauften Stadion haben können. Bitte denken Sie auch an die vielen Kinder hier im Stadion und unterlassen das Abbrennen von Bengalos. Vielen Dank. Thank you.
weiß, das ist Video weiß. Das war's jetzt mit dem Video. Ich habe jetzt heute, wir sind jetzt heute wieder irgendwie um 7 Uhr aufgestanden, sind mit der S-Bahn in Berlin zum Bahnhof, dann 4,5 Stunden mit dem ICE zurück und jetzt gerade von München zu uns nach Hause nochmal mit der S-Bahn eine Stunde gefahren und ich bin fix und fertig. Ja, aber so traurig bin ich gar nicht, also so enttäuscht. Natürlich ist man ein bisschen enttäuscht, wenn man im Pokalfinale verliert, so kurz davor und dann auch noch so unglücklich, aber naja, es war trotzdem richtig geil und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und